Hallo und herzlich willkommen in Wolfsburg, einer der wichtigsten Autostädte Deutschlands. Da drüben, im inzwischen unter Denkmalschutz stehenden Volkswagenwerk, da begann nach dem Zweiten Weltkrieg die Karriere des Käfer. Seine ausgefeilte Technik, seine unverwüstliche Kondition und sein anspruchsloser Lebensstil machten ihn in der ganzen Welt zum Publikumsliebling. 1974 ging der zweite Superstar Made in Germany an den Start. 999.997, 999.998, 999.999. Der Golf inzwischen mehr als 30 Millionen Mal gebaut. Unfassbar. Auch der allseits beliebte Bulli kommt von dort, er hat Wolfsburger Wurzeln. Keiner hat damals damit gerechnet, dass das Auto so erfolgreich werden würde. Und dann hat man gesagt, so, das schaffen wir hier nicht mehr. Jetzt geht die Produktion nach Hannover. Genau dort, in Hannover, erblickte dieser Samba-Bus T1 das Licht der Welt. Tanze Samba mit mir. Samba, Samba die ganze Nacht. Das ist kein Nutzfahrzeug, das ist ein Lifestyle-Objekt. Ein Luxusauto. Zweifarbig lackieren. Viele Fensterchen rein, 21 an der Zahl. Nicht besonders üppig motorisiert das Fahrzeug, 44 PS. Aber das vor Freude in der Brust hüpfende Herz und die glücklichen Gesichter der winkenden Menschen am Straßenrand, die lassen uns die fehlenden Pferdchen vergessen. Familientreffen in Wolfsburg. Samba-Bus T1 verfolgt von einem sympathischen orangen T2. Bevor ich mir jetzt unseren Samba-Bus genauer unter die Lupe nehme, schaue ich mir mal an, wo er aktuell so wohnt. Nämlich im Oldtimer-Museum, im Zeithaus in der Autostadt in Wolfsburg. Und hier haben wir auch den Zeitzeugen und ehemaligen Volkswagen-Chef Karl Hahn getroffen, der uns über eine dramatische Episode aus der bewegten VW-Geschichte berichtet. Vom Käfer zum Golf. Zwei Rekordhalter, zwei Erfolgsgeschichten. Der VW Käfer und der VW Golf. Die Bestseller aus Wolfsburg machen die Marke Volkswagen zum Weltkonzern. Im Zeithaus der Autostadt in Wolfsburg treffen wir den VW-Manager Professor Karl Hahn. Als Leiter von Volkswagen Amerika und späterer Vorstandsvorsitzender dirigierte er die noch junge Marke auf die Überholspur. Der Käfer hatte ein unendliches Potenzial. Und es war noch eben bis 1970, 71, 72, dass man in Amerika Stückzahlen steigern konnte. Der Käfer bricht einen Verkaufsrekord nach dem anderen. Doch allen Beteiligten ist klar, dass dieser Boom ein jähes Ende finden könnte. Wir waren ja eine Automobilfabrik gewesen, die mit dem Käfer schließlich realisierte, dass sie vor einer schier endlosen Expansion stand, immer größer wurde. Aber sie hatte diesen Käfer nicht selbst konstruiert. Nicht einmal konzipiert. Anfang der 30er Jahre entwickelt Ferdinand Porsche im Auftrag von Adolf Hitler erste Käfer-Prototypen. Doch der Zweite Weltkrieg verhindert die Serienproduktion des günstigen und schnellen Autos für vier Personen. Erst nach Kriegsende entfaltet das Konzept sein volles Potenzial. Basierend auf dem liebevoll Käfer genannten Typ 1 entsteht eine ganze Serie erfolgreicher Ableger wie der VW-Bus, der Karmann Ghia oder der Typ 3. Dank seiner Unverwüstlichkeit erobert der Käfer weltweit immer mehr Herzen und macht VW zum Global Player. Augenzwinkernde Werbekampagnen verstärken das sympathische Image des kleinen Krabblers aus Wolfsburg. Der Käfer. Eines der zähesten, stärksten und zuverlässigsten Tiere, die es gibt. Wir hatten eine solche Aufmerksamkeit, dass wir zu einem Cocktailgesprächsthema wurden. Und dass wir damit auch unsere Händler motivierten und dass wir populär wurden. Obwohl der Käfer in den 60ern bereits technisch veraltet ist, bleibt er in Mode.
Für Hippies wird er zum Symbol ihres Way of Life und auch Hollywood entdeckt ihn als Kultmobil. Achtung, Entschluss! Die Konkurrenz fragte, was bei euch los? Ihr habt ja gar keine neuen Autos und steigende Marktanteile. Aber wir wussten ganz klar, der kann einen Herzinfarkt bekommen und alles ist aus. Der Käfer ist günstig und zuverlässig, doch das veraltete Heckmotorkonzept hat langsam ausgedient. In Wolfsburg arbeitet man deshalb fieberhaft an einem Nachfolgemodell, aber keiner der Entwürfe kann überzeugen. Wir hatten noch nicht das Golfkonzept auch nur in den Grundzügen fertig, als Porsche uns den Vorschlag machte, ein solches Fahrzeug zu entwickeln. Der sogenannte Entwicklungsauftrag 266 mit seinem unter der Rücksitzbank montierten Mittelmotor beeindruckt durch sportliches Fahrverhalten. Doch hohe Fertigungskosten und umständliche Wartung stoppten schließlich das Projekt. Es wurden Alternativen geschaffen und im Endeffekt fand man dann auch noch einen blutjungen italienischen Designer. Die Rede ist vom gerade mal 30-jährigen Giorgetto Giugiaro. Auf dem Turiner Autosalon 1969 wecken seine modernen, durchdachten und geradlinigen Entwürfe das Interesse der VW-Manager. Sie haben damals 6 Fahrzeuge ausgewählt, die Ihrer Meinung nach architektonisch oder konzeptionell besonders bedeutend waren. Von diesen 6 Fahrzeugen hatte ich 4 entwickelt oder gezeichnet. Der Rest war simple Wahrscheinlichkeitsrechnung. Giugiaros Entwurf setzt sich durch. Der junge Italiener entwickelt für Volkswagen eine Formensprache, die alle Modelle der nächsten Jahre prägt. Im Gegensatz zu vielen anderen Designern sollen Giugiaros Kreationen nicht nur schön, sondern in erster Linie praktisch sein. Es gibt 2 entscheidende Aspekte. Einmal haben wir den strukturellen Aspekt. Ein rundes Blech ist viel stabiler und behält seine Struktur bei. Ein flaches Blech muss dagegen verstärkt werden. Das Entscheidende aber ist, wenn wir einen Würfel anstelle einer Kugel haben, dann nutzen wir das Maximum an verfügbarem Raum. Bei Produktionsbeginn im Juni 1974 ahnt niemand, dass der Golf die Verkaufszahlen des Käfers sogar noch übertreffen wird. Mit schnörkellosem Design und modernem Frontantrieb wird er zum Liebling der Massen. Das war ein großer Wurf. Er führte zu einer neuen Kategorie von Automobilen. Er war der wohl in vielen Jahren meist produzierte, wie der Käfer vorher auch, Automobiltyp der Welt. Und er wurde damit wieder zu einem Erfolgswagen. Ich glaube, das war in letzter Sekunde. Der Golf führt Volkswagen aus der Krise und gibt einer ganzen Fahrzeugkategorie seinen Namen, der sogenannten Golfklasse. Mit den zeitgleich entwickelten Modellen Passat und Scirocco sortiert VW erfolgreich sein Angebot neu. Damit hatten wir also für die damaligen Verhältnisse eine sehr, sehr breite Abdeckung des Marktes, die in ihrer Grundstruktur noch heute das Rückgrat des VW-Konzerns bildet in der ganzen Welt. Kompakt, ökonomisch und praktisch. So hat der Golf sogar die Verkaufszahlen des Käfers übertroffen und wird mittlerweile bereits in der 7. Generation gebaut. Gleich surfen wir auf der spaßigen Buggywelle und treffen den Erfinder dieses legendären Kultgefährts, Bruce Myers. Mit einem Buggy bist du immer offen für die Welt. Der Buggy ist eine Einladung zur Freundschaft. Gleich bei Welt Drive. Welt Drive ist heute zu Gast im Zeithaus der Autostadt in Wolfsburg. And she's buying a stairway to heaven. Na. Ah, hier im Zeithaus der Autostadt sind sie alle versammelt. Die Klassiker der Volkswagen-Geschichte. Ob Käfer, ob Golf, ob Scirocco.
Aber Lancia Lambda? Messerschmitt Kabinenroller? Renault 16? Was haben die hier zu suchen? Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, herzlich willkommen. Guten Tag. Guten Tag, freut mich, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Andreas Hornig, Chef vom Zeithaus. Andreas, was ist euer Konzept? Also das Zeithaus ist ein besonderer Ort. Wir haben auf dem Gelände des Volkswagen-Konzerns kein reines Markenmuseum, sondern wir präsentieren Meilensteine der Mobilität. In unserer Sammlung haben wir 65 Marken verschiedenster Hersteller, die sozusagen zu ihrer Zeit innovativ waren, technisch oder optisch, oder aber einen Trend ausgelöst haben, der später dann viele Nachahmer gefunden hat. Wir befinden uns jetzt hier gerade in der Ausstellung der Design-Ikonen. Hier geht es um Automobildesign. Du hast gesehen, da habe ich gerade schon hingeguckt. Ja. Bugatti Atlantic. Also ich als alter Jules Verne-Fan hätte mir genau so die Nautilus vorgestellt. Viele Nieten, ja. Futuristisches Design. Der ist genietet worden, weil man das Metall seinerzeit noch nicht schweißen konnte. 30 Millionen, wenn man so ein Auto mal eben erwerben will, hat man ja nicht so locker in der Tasche stecken. Wenn man einen bekommt, es sind 4 Fahrzeuge gebaut. Unser Fahrzeug ist kein 100%iges Original, sondern ein Nachbau unter Verwendung vieler originaler Teile. Aber die Karosserie ist komplett nachgebaut. Vom Bugatti zum Buggy. Kaum lässt ein paar Buchstaben weg, schon wird es wesentlich günstiger, aber immer noch eine wunderbare Design-Ikone, ganz anderer Art. Wir haben hier eine schöne Kunststoffkarosserie, kein Dach. Wir haben einen absolut psychedelischen Lack, Crazy Colors, der MP Imp. Ja, alles very hippie. Da frage ich doch gleich mal Andreas, Hippie-Zeit? Hippie-Zeit war ich schon auf der Welt, aber noch recht jung. Aber ich kenne dieses Auto auch aus Kindertagen, nämlich aus dem Autoquartett. Da hat das Auto natürlich nicht mit Leistung, ich sag mal, gepunktet, ja, sondern einfach, weil er cool ist. Die Karte musste man meistens abgeben. Dann. Die musste man abgeben. aber das Interessante ist, wenn man so ein Auto sieht, dann sieht man doch automatisch Strand, Surfbrett drauf, Sonne, ja. Mädchen. Mädchen. Mehr Auto braucht man nicht. Also das macht schon Spaß, damit zu fahren. Er ist ja auch leicht. Etwas über 600 Kilo, 44 PS. Wahnsinn. Mehr braucht es nicht. Und die zwei Kollegen stehen hier, weil? Letztlich ist das Chassis identisch. Heckmotor, luftgekühlt. Ja. Wir haben in der Ausstellung Beziehungskisten Autos gegenübergestellt, die im ersten Moment nicht unbedingt etwas miteinander zu tun haben. Gebaut hat dieses gute Stück ein Amerikaner, Bruce Myers. Und da gibt es eine schöne Geschichte dazu. Traumland, Kalifornien. Hier versammelt sich jeden Samstagvormittag eine ganz spezielle Menschengruppe mit ihren ungewöhnlichen Gefährten. Der Manx Club. Dieser überhaupt nicht elitäre Verein teilt die Liebe zu einem äußerst puristischen Fahrzeug. Dem Manx Buggy in allen seinen Facetten, Farben und Ausprägungen. Strandbuggies auf Basis des VW Käfer gibt es viele, aber nur einen, der sie erfunden hat. Bruce Myers. Gesprächsstoff hat er jeden Samstag genug. So ein Buggy ist ein Kommunikationsmagnet. Wenn man an der Tankstelle hält, dann quatscht dich sofort jemand an, weil du eben keine Fenster oder Türen hast. Mit einem Buggy bist du immer offen für die Welt. Der Buggy ist eine Einladung zur Freundschaft. Fast schon zu viel, denn mein Buggy parkt immer an der Straße. Ich wohne nämlich am Strand ganz ohne Garage. Und deshalb klettern immer Leute rein. Als ich heute Morgen einsteigen wollte, waren Katzensporen auf dem Sitz oder Waschbären schlafen drin. Das ist einfach die Natur dieses Autos. Das ist okay. Was ist falsch an einem Waschbären als Freund? Gar nichts. Ich habe schlimmere Freunde. Die Buggies im Manx Club reichen von Bruce' ersten Umbau-Kits auf VW-Käferbasis aus dem Jahr 1963 bis zum aktuellen Manxter 2+2 mit bösem Subaru-Boxermotor. Dazu kommt dieser typische Boxer-Motoren-Sound. Ein Manx ist das solideste, lustigste, hau-dich-in-den-Dreck-Auto, das es gibt. Wenn du mit einem Buggy rumfährst und alle Leute starren dich an und fragen, was ist das für ein Auto? Yeah, ich fahre einen Buggy. Buggy-Fahren ist sehr rudimentär. Von allen Seiten streichelt der Wind wie beim Surfen auf einer hohen Welle.
Gänsehaut, Glücksgefühl, Freiheit. Ah, das macht einfach nur Spaß. Wenn du auf der Autobahn bist und rund um dich sind diese großen Autos mit ihren Fenstern und Klimaanlagen und du schwirrst vorbei ohne all dem Zeug. Sieht ein bisschen doof aus. Aber es macht Spaß und härtet ab. In einem Manx-Buggy ist Dauergrinsen garantiert. Es ist fast unmöglich, beim Buggyfahren nicht zu lächeln. Egal, ob auf der Straße oder in der Wüste. Ein Wahnsinnsspaß. Neben den einzigartigen Offroad-Qualitäten schätzen die Mitglieder im Manx Club auch die überraschend guten Langstreckeneigenschaften. Letztes Jahr sind wir als Gruppe den ganzen Weg von Los Angeles nach Buffalo, New York gefahren, meiner Heimatstadt. 17 Autos sind los, 55 waren wir am Schluss. Eine unglaubliche Reise. Der Zusammenhalt und der Spaß im Manx Club sind einfach tadellos. Zu Hause bei Bruce Myers kommen wir der Buggy-Legende immer näher. Mit Old Red gelingt Bruce 1963 ein genialer Streich. Und der erste Strandbuggy weltweit. Ich war kein Autodesigner. Ich wusste etwas über Fiberglas. Und ich wusste etwas über die Notwendigkeiten eines Dünenbuggys. Aber ich war kein Autodesigner. Wenn ich einer gewesen wäre, hätte ich nicht die Freiheit gehabt. Diese Freiheit aus Dummheit bzw. Unwissenheit. So hatte ich einfach diese Unbeschwertheit, ein paar Regeln zu brechen. Aber ich wusste genug von den ersten selbstgebauten Buggys, um den richtigen Weg einzuschlagen. Dazu kam ein jahrelanger Background in der Fiberglasbearbeitung aus dem Schiffsbau. Das alles zusammen ergab den Manx. Der Kit zum Selberbauen besteht aus 11 Teilen und verwandelt ab $535 jede Käferbodengruppe in einen Myers Manx. Ich wurde fast schon getrieben, alles so einfach wie möglich zu machen, weil ich mir schwierig oder kompliziert gar nicht leisten konnte. Wenn man jede Woche hoffentlich ein oder zwei von diesen Buggy-Kits verkaufen will, dann macht man es besser ganz simpel, um eigene Probleme bei der Produktion zu vermeiden. Die einfache Lösung war bei allen meinen Projekten mein oberstes Ziel. Die Erfolge im Motorsport folgen fast von selbst. Erst knackt Bruce mit einem Schulfreund den Bacher 1000-Rekord. 1967 gewinnt die Nummer 10 das erste offizielle Mexiko 1000-Rennen in einer Rekordzeit von 27 Stunden 38. Klar, dass auch Hollywood damals ein Auge auf die Buggy-Szene wirft und den Strandflitzer für diverse Filme einsetzt. In der Manx-Blütezeit war die Popularität extrem hoch und kein Hollywood-Autor wollte das verpassen. Sie sahen damals ein großes Potenzial für ihre Filme. Und deshalb waren sehr, sehr viele Manx-Buggys in Hauptrollen zusammen mit bekannten Jungs, also mit Stars, unterwegs. Das ist das Thomas Crown-Auto aus dem Thomas Crown Affair-Film mit Steve McQueen in der Hauptrolle. Im Film Thomas Crown ist nicht zu fassen, donnert Steve McQueen 1968 gemeinsam mit Hollywood-Schönheit Faye Dunaway im Buggy durch die Dünen. Kritiker monieren die maue Handlung des Hochglanzkrimis. Doch wer vermisst angesichts dieser Bilder eine Story? Bei der Entwicklung des Buggys wirkt McQueen persönlich mit und besteht auf dem Einbau eines stärkeren Chevrolet Corvair-Motors im Heck. Auch die Stunts fährt McQueen persönlich. Mit einer tapferen Faye Dunaway auf dem Beifahrersitz. Er ist heftig in die Luft gesprungen und das Auto schmetterte zu Boden. Keine besonders schöne Landung, aber es ist nicht gebrochen. Wenn jemand einen Buggy reparieren kann, dann ist es Bruce Myers. Der 90-Jährige ist nicht nur zeichnerisch begabt, er ist auch ein ausgezeichneter Tüftler. Das ist mein liebster Platz. Hier verbringe ich meine ganze Zeit. Ich kann euch gerade kein Projekt zeigen, aber hier sind in der Vergangenheit alle meine Entwicklungen entstanden.
Jedes kleine Teil, das ich als Option für die Kits entworfen habe, und wir haben 4 verschiedene Kits, alle diese Teile und Zusatzausstattungen sind hier in dieser kleinen Werkstatt entstanden. Also ich bin der Typ, der mit diesen Händen arbeitet. Bruce hat sich sein Feuer und seinen Enthusiasmus trotz diverser Rückschläge über all die Jahre bewahrt. Meine Kinder und meine Frau wundern sich schon. Du bist jetzt 90 Jahre alt, was sollen wir mit dem ganzen Zeug anfangen, wenn du weg bist? Nein, ich bin aber noch nicht weg. Was ist los mit euch? Ich werde hier so lange werkeln, bis ich umfalle. Und dann ist's mir egal, was ihr damit macht. Sei nicht traurig, mein Blechfreund auf 4 Rädern. Wir müssen uns trennen. Alles Schöne hat ein Ende. Zeit, Abschied zu nehmen. Ich kann mir leider keinen eigenen Samba-Bus leisten, denn für ein gutes Exemplar muss man 100.000 Euro auf den Tisch legen. Hat man ja nicht immer so einfach mal im Portemonnaie. Aber bevor ich dich jetzt verlasse, fahre ich mit dir noch ein paar schöne Kurven. Eine wunderschöne Zeitreise. Macht einfach Laune. Wenn ihr die Chance habt, probiert es mal aus. Ansonsten, see you later, Alligator.